Ich habe mir vorgenommen, Ihnen klarzumachen, Schrift ist nicht alles. Denn Schrift ohne Anwendung ist wie eine Blume ohne Duft, ist wie eine ungekorkte Flasche und ein ungeküsstes Mädchen. Und weil das so ist, muss man diesen Zustand ändern. Und zwar immer sofort vor Ort und direkt und nicht aufschieben. Nicht aufschieben. Ich bitte Sie um alles in der Welt, wenn Sie gerade in der Szene sind und der Briefmann klimmelt und Sie sagt, jetzt muss ich erstmal aufmachen, entschuldige mich bitte, dann ist doch der Ofen wieder aus. Mit anderen Worten, dranbleiben. Dranbleiben. Rhythmische Gestaltung heißt, ein Text kann ich so anordnen, dass die freibleibenden Räume und die bedeckten Räume von unterschiedlicher Proportion und Flächengröße sind. Der Text ist da, aber Sie können ihn aufbereiten, Sie können ihn verändern, variieren und in jeder Beziehung modifizieren im Sinne eigener persönlicher Ambitionen. Meine Tätigkeit für das Haus, für die ich mich also einige Jahre verzehrt und einige Jahrzehnte opferte, gipfelte oft in Sinnsprüchen, die da lauten. Also lange, das ist der alte Kampf zwischen Künstler und Kaufmann. Und den Kampf haben Sie jeden Tag und immer wieder neu und deshalb müsst ihr kämpfen lernen. Das ist ein linksbündiger geschriebener Text. Sie sehen, dass die Linie, die Grundlinie nur von einem stumpfspitzen Gegenstand auf Pergament gezogen ist und dass der Mann gar nicht auf die Idee kam, das auf Block zu bringen. Sprechen Sie vielleicht auf Block? Setzen Sie, typografieren Sie doch mal so, wie Sie denken und wie Sie sprechen. Das können Sie nicht alles in der gleichen Schriftgröße setzen, nicht auf Block bringen, nicht im rechten Winkel verarbeiten und vielleicht in Helvetica. Dann würde ich sagen, müssen Sie unbedingt zum Therapeuten gehen. Der wird Ihnen sagen, mein Kind oder mein Sohn, Sie sind stumpf. Durchgehend stumpf, von der Fußsohle bis zur Stirn. Das Zweite ist dieses Versal D, dieses Initial. Wieso macht der Mann plötzlich diese knotenartigen Bildungen nach außen raus? Ich kann es Ihnen sagen, aus rhythmischen Gründen. Der hat nicht gemessen, der hat keine Proportion vorher aufgebaut, der hat rein intuitiv gehandelt. Gleichsam eine psychologisch-seelische Eingabe. Und dann kamen also die Scherzbolde und haben gesagt, Rabanus Maurus, der Fürst sagt immer, mir ist das so langweilig. Die Fürstin ist auch nicht mehr das, was sie war am Anfang. Die Rittersäute lassen nach. Alles schlafft ab in diesem Scheißladen. Man muss doch etwas haben, womit man den Geist beschäftigt und sich selber also regenerieren kann. Also gleichsam keine Kreuzworträtsel, sondern Wortspiele, Kombinationen, die man diagonal von links oben nach rechts unten, von rechts nach links lesen oder umgekehrt lesen kann, die aber einen Sinntext ergeben. Und darüber hat man doch, ich bitte Sie, können den ganzen Tag nicht bumsen, nur jagen oder schießen und nur fressen und saufen. Irgendwann müssen Sie Ihren Geist beschäftigen, weil Sie sonst untergehen. Und ihr alle seid ja Rastergläubige, nach Möglichkeit alles vorgegeben, das muss ein Grundriss sein auf der Fläche, gleiche Abmessung, gleiche Proportion, alles gleichsam für Geistesschwache vorbereitet. Und jetzt kommen wir mal zur Typografie im rhythmischen Gestaltbild. Alles ist Rhythmus. Raster ist Wiederholung, Raster ist für mich militant. Wenn Sie mir die Ulmer Hochschule heute vorsetzen würden als eine Entwicklung, die in die Zukunft reicht, müsste ich Ihnen sagen, das ist mir zu militant. Die Zeiten sind vorbei, wir haben keine Serienmöbel mehr, keine Anbaumöbel. Wir brauchen keine Fortsetzungen im Rastersystem. Was Sie hier sehen, schließen Sie mal die Augen, ohne es lesen zu müssen, für unsere englischen Sportsfreunde speziell. Das Ganze hat eine rhythmische Form von Gewichtung im Sinne von groß, groß, klein, fett, fein, ist im Zeilenfall richtig und irgendwo glaubwürdig. Ist ganz menschlich gemacht. Und das haben wir verlernt. Und Sie werden lachen, das ist nur Mittelachse 1688. Ein Wahnsinn. Wenn Sie glauben, das ist leicht zu machen, dann sind Sie einem fürchterlichen Irrtum erlegen. Das ist viel schwerer als der 0815-Satz linksbündig oder so. Fabelhaft. Diese merkwürdigen Typen und Schriftbilder haben aber eine eigenartige Weise, eine Faszination, die genau das beinhalten, was uns allen fehlt. Sich selbst zurücknehmen, der Botschaft die nötige Form zu geben, und das Ganze ohne einen gespielten Individualismus oder Wichtigtuerei aufs Papier zu bringen. Aber das ist nur ein Einzelblatt. Und deshalb steht es mittig. Sie sehen aber selber, dass die drei Ränder von unterschiedlicher Proportion sind. Kopfsteg, Seitensteg, Fußsteg,
haben andere Breiten. Jetzt können Sie die Frage aufwerfen, dass Sie ja dauernd Erscheinungsbilder machen. Ich habe mein Logo, ich habe eine Fixierung. Jetzt müssen Sie aber etwas tun, was die meisten Leute nicht tun oder vergessen oder voraussetzen. Sie müssen psychologische Vorarbeit leisten in den Sekretariaten. Sie müssen die Vorstandsebene betreten. Sie müssen fragen, was haben Sie für Schreibmaschinen? Mit welchen Typen arbeiten Sie? Wie überarbeiten Sie überhaupt den Text? Wer macht diese Texte? Schreiben Sie die alleine? Macht das der Chef? Korrigieren Sie den? Oder wie fällt das aus? Und jetzt werden Sie feststellen, dass Ihr ganzer Entwurf und alles, was Sie vorgeleistet haben, vollkommen kaputt gemacht wird durch eine säuerliche Beschriftung von Leuten, die also wie die Holzkühe aufs Papier gehen. Aber kein Aas redet mit den Sekretären. Meist sind ja da subalterne Leute drin und in den Vorstandsetagen sowieso, ich habe die genügend kennengelernt, wo ich sage, nehmen Sie eine Alte, weil meine Frau sagt, die ist tüchtig und die gefährdet dich nicht. Aber jetzt kommt ein freundlicher junger Mensch, nimmt sie an die Hand und sagt, verehrte gnädige Frau oder meine Schwester oder hallo, dann kann man sagen, man kann miteinander reden. Wir reden zu wenig über das, was wir tun und das, was eigentlich das Finish ist. Gleichsam die Akzentuierung zur letzten Phase. Und so verrotten dann Erscheinungsbilder schließlich in dem Mangel an Kontrolle und in dem Mangel an Bewusstsein. Common Identity ist eine militante Voraussetzung für Visualisierung. Sie können reden, was Sie wollen. Es ist eine Auflage, die Sie erfüllen sollen. Aber wer kontrolliert die? Ob Sie jetzt die Deutsche Bundespost nehmen oder Bundesbahn, an einem bestimmten Punkt verrottet es. Und wenn Sie die Postschalter bei uns ansehen, ist das ein Sauhaufen ohne Gleichen. Führungslos, keine einheitliche Beschriftung, keine Klarheit in der Logistik. Scheiße im Quadrat. Und deshalb müssen Sie Psychologie studieren und dann erst Grafikdesign, weil Sie mit den Leuten umgehen müssen, die sagen, brauche ich das eigentlich, ist das wichtig, wozu überhaupt? Aber Sie fallen alle in denselben miesen bürgerlichen Teig hinein, wenn Sie nicht unentwegt nachschärfen. Das heißt, es ist eine Mischung zwischen Capo, zwischen Gefängnisaufseher und Zuchtmeister. Aber Sie dürfen es nicht spüren lassen. Etwa so, da kommt der schon wieder mit dem großen Koffer an. Merkwürdigerweise ist die Typografie immer von vollkommenen Außenseiter und Seiteneinsteigern weitergeführt worden. Das heißt, diese Leute sind durch Enthusiasmus, durch Engagement zu ihrem Thema gekommen, nicht durch den Studiengang, der ihnen vorgeschrieben auf einem Blatt kennfähig macht. 10 Semester, 12 Semester, 8 Semester, dann fertig, dann Diplom, dann raus und sofort eine Stellung. Ist alles out. Ich setze auf Leute, die proportionale Irrtümer nur schwer begehen dürfen, weil sie gebaut werden, also Architekten. Ich setze auf Maler, die ihrer Intuition folgen. Denn das, was den Maler von einem Politiker unterscheidet, ist etwas ganz Wichtiges. Ein Maler kann auf der Fläche nicht lügen, denn sie merken das sofort. Und wenn er also Musche-Musche macht oder den Versuch unternimmt, da sich als Schönling darzustellen, dann wird es mal Leute kack im Quadrat. Deshalb sage ich immer, jetzt muss ich leider Lenin zitieren, obwohl sie glauben, davon entfernt zu sein. Der Lenin kannte seine Leute besser, als man annimmt. Der hat gesagt, 1 Schritt vor, aber 2 Schritte zurück. Weil er sagt, Sie müssen nochmal reflektieren, was eigentlich war, damit Sie einordnen können, was wir wollen. Wissen Sie, ich habe in Leipzig studiert, an der Hochschule für Grafik und Buchkunst während des Krieges. Ich lebe und lebte in dem Wahn, ich müsste kriegsfreiwillig sein und dem Führer dienen. Und das habe ich vollinhaltlich und aus Überzeugung getan. Ich bin aber in dem Lande meiner Wahl leider zusammengeschossen worden, ziemlich gründlich. Und da habe ich mir geschworen, du wirst es mal anders machen, als die Leute dir geraten haben. Ich habe mir vorgenommen, du wirst besser sein als deine Lehrer, denn kein Schwein hat den Mund aufgemacht. Und du wirst in jedem Falle dagegen opponieren, wenn du merkst, dass hier wissentlich dummes Zeug erzählt wird, aus reiner objektiver Vergleichung. Und deshalb gelte ich manchmal als reisender Wolf, aber ich bin eigentlich ein Objektivist. Und der größte Fehler bei mir ist, ich denke auch noch menschlich dabei. Schichol lebte in Basel, war bei der Firma La Roche tätig, machte sogenannte feine Sachen. Und das hat er exzellent gemacht. Der wurde aber schweinemäßig bezahlt. Säuerlich geradezu. Fast an der Grenze, wenn Sie wollen, des Sozialfonds. Das ist die Wahrheit. Aber er hat das Maul nicht aufgemacht, weil er abhängig war. Der war ja Immigrant.
Er war also für das Feine, nicht für die Werbung zuständig. Jetzt haben wir Max Bill. Ich kannte ihn noch, also habe ihn tüchtig kennengelernt, in Ulm noch, wie er damals als Rektor, Forsch war, kurz geschoren und. Aber jetzt seht ihr doch mal diese Typografie an. Die ist aufgebaut auf der Grotesque, die ist aufgebaut auf gewöhnlich und halbfett. Auf der Varianz zwischen Schriftgrößen und, das ist das Entscheidende, auf der Variation der Abstände. Sie finden hier keine Wiederholung. Wenn Sie Flächen, die frei bleiben, abmessen würden nach Quadratmillimetern, stellen Sie fest, Mensch, die haben wirklich Differenzierung. Da wiederholt sich nichts. Und das ist das Thema. Das können Sie mit einem Standardraster nicht machen. Oder sagen wir für Zyniker, Sie müssen Gesetzesbrecher sein, um feststellen zu können, wie weit man gehen kann, bis man gegriffen wird. Oder wie es aussieht optisch. Sie können mich steinigen oder zerhacken, aber ich sage Ihnen, ich bin befangen, wenn ich Fachleute treffe. Ich arbeite lieber mit Laien, mit Newcomern und was noch wichtiger ist, mit Querseiten, oben, unten Einsteigern. Wissen Sie warum? Die haben kein Brett vom Kopf, die sind noch völlig offen. Die leben von der Geilheit des Selbstdarstellens. Die wollen etwas machen. Und jetzt muss man sie gewähren lassen. Greifen Sie nicht so oft ein. Man liebt, was man tut, was man liebt. Und da sind Sie immer gut. Nur wenn Sie eine Auftragsarbeit haben, wo Ihnen im Grunde schon die Zunge zum Hals raushängt, Sie eigentlich kotzen möchten, die dürfen Sie und sollen Sie, die müssen Sie ablehnen, weil Sie selbst Schaden nehmen. Wissen Sie, der Krebs entsteht genau an den Ecken, wo Sie in Unstimmigkeit mit sich selbst, mit Ihrem Körperverhalten stehen, wo Sie um des Tortes, des Verdienstes willen, sich selber Schaden antun. Aber hier handelt es sich um die kommunistische Partei in Italien. Nun braucht man kein Anhänger zu sein. Ich habe nämlich dieses Blatt von einem Baum in München gleichsam geklaut, auf die Gefahr, dass mir einer eins auf den Kopf klopft, weil da eine Wahlveranstaltung war. Und die hat gesagt, wir haben kein Geld, wir machen den Scheiß alleine, wir machen das mit Schreibmaschinen und den Rest also gleichsam meet by hand. Und wenn Sie das angucken, ist es rhythmisch so gewichtet, dass es fabelhaft ist. Das ist wie eine Kinderzeichnung von Erwachsenen, wenn Sie wollen, wo noch nicht die Zerstörung des Zeichenunterrichts im akademischen Sinne vorhanden ist, wo Sie sagen, der hat noch seine Kindschaft oder seine Naivität gegenüber der Partei behalten. Wer kann das schon? Und das finden Sie ein Satz und ein Schriftbild auf gelbem Papier in einer tiefroten, sagen wir in einer weinroten Farbe, wo das Ganze einfarbig daherkommt und es ist dennoch von einer Farbigkeit ohnegleichen. Es ist griffig, es betont die Stichworte, es hat akzentuierte Hell- und Dunkelwerte, es setzt ab und zu eine Linie ein, rein intuitiv Wissen, ohne gelernt zu haben. Verstehen Sie, das brauchen wir. Wir brauchen keine abgerichteten Exerzitien von Leuten, die nach Spalierobstmanier arbeiten, alle gleich gewachsen sind. Die Ödnis steht ins Haus. Das ist ein organisiertes Chaos. Ihr seid alle Chaoten, aber das Blöde ist, ihr könnt nicht organisieren. Wenn man euch fragt, wo ist es, dann findet ihr es nicht. Deshalb merke, guck dir deine Puppenlappen an, was du machen willst. Sieh dir an, wer ist der Auftraggeber? Frage, an welche Zielgruppe geht das? Senioren, Mittelalter, Steinzeitleute oder Kinder oder Kids? Und dann kannst du anfangen zu denken, zu analysieren. Sieh dir das Umfeld an, vergleiche, was die anderen machen. Frag den Auftraggeber, wer ist der Hauptkonkurrent von Ihnen? Wen wollen Sie schlagen? Und entwickle jetzt dein Konzept. Aber guck zunächst die Leute an, für die es bestimmt ist. Das wäre meine Philosophie von Graphic Design im Sinne Corporate Identity. Und dann kommen die innerbetrieblichen Querelen. Dieses Ausstechen von Abteilung A gegen B, der Entwicklungsabteilung A gegen B, dieser unentwegten Form der Selbstdarstellung, des Versuches, es war schon immer gut, das brauchen wir gar nicht und überhaupt. Da liegt die Hauptarbeit. Wissen Sie, Graphic Design ist ein Spiel. Aber in Deutschland wird nicht gespielt. Und hier wird leider auch nicht gehandelt. Hier wird nur überlebt. Auf die Verpackung wird am allerwenigsten Wert gelegt.
Und man sagt, das müssen wir spedieren, scheiß drauf, nicht so viel Aufwand. Der Katalog, der mit Eselsohren ankommt, der geknickt ist, der im Grunde genommen schon halb kaputt ist, hat seine Entwertung bereits in sich selbst erfahren. Und sie sind einfach unglücklich darüber und glauben, das hat schon irgendein Ferkel angefasst, der hat dort rumgebrochen. Gucken Sie mal den Postboten zu, Sie müssen einen harten Knüppel haben. Und jedes Mal bei der Zustellung, wenn er das Ding in den Kasten schiebt, sagt, halt! Und dann müssen Sie einfach auf die Knochen hauen. Mit eins ins Kreuz. Sie sagen, wissen Sie, was dazu gehört, um einen solchen Druck zu befördern? Dann müssen Sie an die Hand nehmen und sagen, Sie kommen in die Strafanstalt für Druck und Kommunikation. Wir werden Ihnen zeigen, wie viel Mühe notwendig ist, um Papier auszuwählen, zu setzen und zu drucken, das Ganze gut zu reproduzieren, dann zu verschicken. Und Sie, Schweine, nehmen sich dieses Ding vor wie eine wilde Sau. Sie werden auf Lebenszeit vom Postdienst entbunden. Dann sagt er, wie hoch ist meine Rente? Sie müssen immer anders sein. Sie müssen ein abgemüdetes Publikum, das voll gespien wird mit Gedrucktem, ermuntern, erleichtern, animieren und immer wieder neu hochziehen, um sich dem Lesen zu widmen. Ich sage Ihnen mal was ganz Merkwürdiges. Eine gut gestaltete, konservative Schrift, die die Maximen des Offenseins, der optischen, wenn Sie wollen, Verfehlung und Verfremdung, alle berücksichtigt, ist sogar geeignet, um zerstört zu werden. Die ist sogar noch als Fragment eine Schönheit. Klingt ganz merkwürdig, ist aber so. Aber wenn Sie vorher aus Scheiße Blumenkohl machen wollen, dann ist es zwar eine Vorgabe, aber das geht nicht. Das Wort zum Sonntag kann nur von Außenseitern kommen, weil sie nicht befangen sind, weil sie keine Bretter vorm Kopf haben, kein Reglement und weil sie im Grunde etwas tun, das auch Selbstdarstellung ist, aber im Kern eine feindselige, sensibilisierte Form von Gegensatzpaarung. Eine tolle Sache. Die frühe Form der Entwicklung in der Werbung kommt von Malern, von Grafikern, von Architekten, von Außenseitern, von lauter Autodidakten, von genialen Hunden, von Scharlatanen, von Verrückten und von Statikern. Und die haben etwas zuwege gebracht, dass die Grenzen alles dessen überschreitet, was die Vorgabe der Technik, der, wenn Sie wollen, Handwerkskammern und Prüfungsordnung zulässt. Ich setze auf den begabten, willensfähigen Laien. Auf den Außenseiter sagt, ich weiß nichts, aber ich will was. So wie Sie, wenn Sie wollen, wie Picasso sagt, ich suche nicht, ich finde. Ich sage Ihnen, ohne Sex und Enoeros können Sie sich vorzeitig beerdigen lassen, Schluss aus drei Kreuze, klar? Und was Sie auf Ihrer Glotze haben, sind vorfabrizierte Programme, mehr oder minder von Geschickten, manchmal von Intelligenten und gelegentlich von Kreativen. Aber es ist sogenannte Standardware. Eigentlich, wenn Sie wollen, vorfabriziertes Rasterdenken. Aber was Sie daraus machen, das liegt in Ihrer Hand. Und die Fähigkeit, das mit Intelligenz und Intuition gleichsam zu überhöhen und was daraus herzustellen, das ist Ihr Bier. Ich setze auf die Kreativität an sich. Ich setze auf den Eros als eine unerlässliche Voraussetzung. Und ich kann mir nicht helfen. Ohne das möchte ich morgen den Freitod wählen. Vielen Dank.